Das Internet kann, das wissen wir alle, ein wunderbarer oder ein ganz schrecklicher Ort sein. Wir haben schon über die Vor- und Nachteile von InfluencerInnen gesprochen und uns auch mit den Algorithmen der sozialen Netzwerke auseinandergesetzt. Gerade letztere bevorzugen aber häufig Content, der gar nicht gut ist. Hate Speech, Beleidigungen und Fake News. Damit umzugehen kann sehr schwierig sein. Was ihr dagegen tun könnt, darüber sprechen wir in diesem Video. Wahrscheinlich haben wir das alle schon erlebt. Man scrollt nichtsahnend durch eine Kommentarspalte, liest sich etwas durch und dann bam! Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Hassrede oder auch Fake News. Wie reagiert man darauf? Das Erfolgsrezept von Fake News und Hate Speech liegt unter anderem an einer kalkulierten Empörung. Das Beste, was man also tun sollte, ist, das Ganze den PlattformbetreiberInnen zu melden. Diese Funktion gibt es bei allen großen Social-Media-Plattformen. Was man nicht tun sollte, Fake News weiterverbreiten. Selbst wer Fake News nur teilt, um zu zeigen, dass es Fake News sind, hat trotzdem Fake News geteilt und damit Aufmerksamkeit eben für genau die Fake News generiert, vor denen man warnen wollte. Wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas tatsächlich wahr oder gefaked ist, kann man auch FaktencheckerInnen informieren. Deren Job ist es, herauszufinden, stimmt das oder stimmt das nicht. In Deutschland gibt es da beispielsweise das JournalistInnen-Kollektiv Korrektiv, in deren Newsroom man sämtliche Arten von Fake News zur Überprüfung melden kann. Dasselbe gilt übrigens auch bei persönlichen Angriffen, wenn ihr beleidigt oder bedroht werdet oder ungefragt zum Beispiel Dickpics zugeschickt bekommt. Dann könnt ihr das zur Strafanzeige bei der Polizei bringen. Das klingt anstrengend. Es gibt aber unzählige Tools, die euch das sehr einfach machen. Von 100 Personen, die einen Beitrag sehen, kommentiert durchschnittlich höchstens eine und das meistens eher negativ. Denn wer nichts dazu sagt, stimmt meistens zu. Es braucht aber häufig gerade hier Gegenrede. Wenn andere beispielsweise in der Kommentarspalte angegriffen werden oder wenn beleidigende Hetze verbreitet wird, hilft es oft zu zeigen, dass es auch Menschen gibt, die das nicht so sehen. Ein Posting der Tagesschau auf Instagram bekommt viele Hasskommentare. Obwohl ein Großteil derjenigen, die das Posting sehen, die Arbeit der Tagesschau wahrscheinlich wertschätzen und gut finden, das aber nicht explizit sagen. Dadurch wirkt es so, als gäbe es nur noch Hasskommentare. Deshalb ist es manchmal eine gute Idee, einfach mal die eigene Meinung zu schreiben, auch wenn diese nur ist: Ich finde, ihr macht einen tollen Job.